Ich persönlich würde keine Haartransplantation in Erwägung ziehen, weil es ist zu überlegen, wie das aussieht, ob es gut ankommt oder es ist wie das Puppenhaar. Und das sind all die Kriterien, die mich ein bisschen skeptisch machen. Und also ich persönlich würde es nicht empfehlen. Die Negativreaktionen der Leute sind nicht erstaunlich. Liegt es doch im Wesen der Haartransplantationstechnik der 80er und 90er Jahre, dass die sogenannte Punch-Technik verwendet wurde. Dabei hat man am Hinterkopf kreisrunde, behaarte Kopfhautinseln herausgestanzt und diese in die kahlen Stellen in der Empfängerregion eingesetzt. Wenn dann noch die bestehenden Haare ausgefallen sind, entstanden büschelartige Gebilde, die im weitesten Sinne an Chlorbürsten erinnerten. Heutzutage ist die Haartransplantation ein hochkomplexer mikrochirurgischer Eingriff, welcher nur von Ärzten ausgeführt werden sollte. Dabei haben sich zwei Techniken bewährt. Das eine ist die sogenannte FUT, Follicular Unit Transplantation. Die andere ist die sogenannte FUE-Technik, die Follicular Unit Extraction. Dies ist die modernere Technik und deutlich schonender. Bei dieser werden am Hinterkopf aus der Spenderegion die Haarwurzelgruppen einzeln entnommen. Bei der Haartransplantation verhält es sich ähnlich wie beim Essen. Sie können in ein Fastfood-Restaurant gehen oder zu einem Drei-Sterne-Koch. Wenn eine Haartransplantation günstig ist, nur 2-3 Stunden dauert, können Sie nicht das gleiche Resultat erwarten, wie wenn eine Haartransplantation halt teurer ist und einen ganzen Tag dauert. Auch die Medien haben einiges zum falschen Verständnis der Haartransplantation beigetragen. Vor ein paar Monaten ging der Fall Rooney durch die Presse. Es wurde ein kahl geschorener Kopf gezeigt und die Frage kam auf, wo sind die Haare? Nun gehört es zum Wesen der Haartransplantation, dass man nicht Haare transplantiert, sondern Haarwurzeln und diese erst nach 3-4 Monaten mit der Produktion der Haare beginnen. Somit braucht es mindestens 12 Monate, bis ein Endresultat zu erwarten ist. Ich habe mich zu diesem Eingriff entschieden, weil meine Attraktivität gelitten hat, mein positives Lebensgefühl ging ein bisschen verloren und ich konnte mich im Spiegel nicht mehr so anschauen wie früher. Ich konnte meine Haare nicht mehr aufstellen, meine Frisuren ausprobieren wie früher und somit habe ich mich dazu entschieden. Das Beratungsgespräch ist sehr wichtig. Dieses sollte sehr ausführlich sein. Dort erfahre ich die Wünsche des Patienten und wenn die sich mit der Machbarkeit einer Haartransplantation decken, spricht nichts gegen die Durchführung einer Operation. Meines Erachtens sollte ein Haartransplantationschirurg beide Methoden, sowohl die Streifen- wie auch die FUE, anbieten. Nur so kann er für einen Patienten das ideale Behandlungskonzept entwickeln. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, sollte irgendwann mal nochmal was fehlen oder so, dann würde ich es auf jeden Fall machen und auf jeden Fall in dieser Klinik. Die Haartransplantation hat in den letzten 2-3 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Wenn ich Ihnen vor einem Jahr gesagt hätte, ich transplantiere 1000 Transplantate mit der FUE-Technik, dann hätten Sie gesagt, das ist ja wunderbar. Heute würde ich Ihnen sagen, die Grenze liegt bei ungefähr 2000 Transplantaten pro Tag. Zudem wurde in den letzten Jahren die Schnittbreite von ca. 1,5 mm auf unter die Hälfte reduziert. Dadurch erreicht man, dass die Transplantate sich nicht bewegen können und die Wuchsrichtung genau definiert wird.